Ja, herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu unserem heutigen Online-Seminar Kooperationspartner Unternehmen. So gelingt Bündnissen eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Mein Name ist Valentin Franklin. Ich bin Projektreferent im Servicebüro Lokale Bündnisse für Familie. Und unterstützt werde ich heute von meiner Kollegin Lisa Misch. Guten Morgen, Lisa. Hallo, guten Morgen. Zunächst möchte ich Ihnen vorab ein paar technische Hinweise geben. Dazu habe ich auch eine Folie vorbereitet, die wir uns jetzt mal zusammen angucken. Bitte nutzen Sie die aktuellste Version der Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome. Das macht das Ganze für Sie einfacher. Wechseln Sie im Notfall das Endgerät, wenn ein Neustart des Online-Dialogs mögliche Tonprobleme behebt oder so. Also wenn Sie uns nicht hören, wenn irgendwas gar nicht funktioniert, kann es helfen, aufs Smartphone oder aufs Tablet umzusteigen. Der Online-Dialog wird aufgezeichnet und auf unserem YouTube-Kanal danach veröffentlicht. Also Sie müssen nichts mitschreiben. Sie erhalten die Dokumentation zum Online-Dialog dann auch in wenigen Tagen per E-Mail zugesandt. Oder Ihnen wird die Dokumentation dann auch zugesandt. Und wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, dann schreiben Sie das gerne im Chat. Meine Kollegin und ich versuchen darauf immer auch einzugehen. Ich kann ja mal kurz reingucken. Hallo in die Runde von Thomas Meyer. Hallo, Thomas. Genau, das waren die technischen Hinweise. Für alle diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind ein vom Bundesfamilienministerium eingerichtetes Servicebüro und bei der DIHK Service GmbH angesiedelt. Wir koordinieren den Aufbau, die Weiterentwicklung und die Öffentlichkeitsarbeit der lokalen Bündnisse bundesweit. Und wie wir das machen, zeige ich Ihnen auch anhand einiger Folien oder einer Folie. Wir wollen uns ja damit nicht zu lange aufhalten. Was wir machen, sind solche Events wie heute, Online-Dialoge, Online-Seminare, Regional-Workshops, Moderationen und Inputs. Wir beraten Bündnisse, wir vernetzen Bündnisse. Wir versuchen, gute Beispiele zu verbreiten und zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Wir fertigen Arbeitshilfen an zum Thema Social-Media-Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit, zu verschiedensten Themen. Wir haben eine Website mit einer Infothek, wo viele interessante Materialien auf Sie warten. Wir schreiben regelmäßig einen Newsletter und veröffentlichen diesen und fertigen ein Rundschreiben an, was Sie immer erhalten. Und wir sind auch bei Social Media aktiv. Ja, zum Zeitplan und zum Ablauf. Wir haben heute drei ganz tolle Bündnisse, die etwas von ihrer Kooperation mit Unternehmen berichten. Anfangen wird das lokale Bündnis für Familie aus Neustadt-Weiden. Danach haben wir den Fabel-Service aus dem Kreis Lippe und abschließend wird das Ganze das lokale Bündnis für Familie in der Region Schleswig-Flensburg. Genau, das Ganze geht bis 12 Uhr. Bis dahin sollten wir durch sein und dann stellen wir auch gleich noch kurz die Kolleginnen und Kollegen vor. Ah, ein Hinweis noch, nicht, dass ich es vergesse. Senden Sie uns bitte, wenn Sie beim Aktionstag mitgemacht haben, Fotos. Das war noch ein ganz großes Anliegen, bevor ich es vergesse, hinten raus. Wenn Sie am Aktionstag teilgenommen haben, bitte Fotos an uns senden. Wir machen so eine Zusammenstellung aller Fotos und das wäre schade, wenn Ihre Fotos da fehlen. Das war noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ja, dann wollen wir uns einen kurzen Einblick verschaffen. Wir würden ganz gerne eine Umfrage mit Ihnen machen und dafür würde ich an meine Kollegin abgeben und danach stelle ich Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vor. Ich war jetzt ein bisschen voreilig, die heute zu uns sprechen. Lisa, dann darf ich das Wort an dich übergeben. Genau. Über den QR-Code kommen Sie zu unserer Umfrage. Die können Sie einfach mit Ihrem Smartphone abscannen oder über den Link, den ich gerade in den Chat auch nochmal geschickt habe, können Sie auch über den Browser, können Sie da beitreten. Genau, die erste Frage wäre, kooperieren Sie bereits mit Unternehmen in Ihrem Bündnis? Genau, die müsste jetzt aktiv sein, genau. Genau, dann sind ja, wir können da live verfolgen, wie sich das Ganze entwickelt. Natürlich, wenn Sie nicht in einem Bündnis, sondern nur in einem Unternehmen sind, dann zählt das Ganze auch andersherum. Ja, 9 haben teilgenommen, glaube ich. Recht eindeutig,
dass Sie bereits mit Unternehmen kooperieren. In Ihrem Bündnis, glaube ich, das wird sich jetzt nicht mehr so groß verändern. Genau, oder? Genau. Lisa? Mhm. Ja. Eindeutig ja. Ja, ah, ja, da kommt noch ein bisschen Nein dazu, aber ich glaube, das wird es nicht mehr überholen. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ja, genau. Die nächste Frage lautet: Wünschen Sie sich mehr Angebote zum Thema Kooperationspartner Unternehmen? Ja. Ja, auch ein einstimmiges Ja. Auch nicht ganz überraschend, aber so in der Eindeutigkeit dann doch bemerkenswert, würde ich sagen. Ja. Und dann die dritte und auch schon die letzte Frage. Und zu welchem Thema konkret würde uns da interessieren? Da dürfen Sie uns jetzt was reinschreiben. Es müsste jetzt ein offenes Textfeld bei Ihnen erscheinen. Genau, schreiben Sie gerne, welche Formate, was wir oder was Sie da zu diesem Thema interessiert. Informationsveranstaltungen sehe ich, Angebote an Unternehmen, die Kontaktaufnahme, Anreize. Wir warten mal noch, weil Schreiben dauert immer ein bisschen länger als einfach nur anklicken und wir haben genug Zeit. Informationsveranstaltung. Super. Falls Sie nicht hier über Slido teilnehmen können, können Sie auch die Antworten, wenn Sie möchten, in den Chat schreiben. Das würden wir dann nachtragen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Genau. Und keine Sorge, der Chat wird im Nachhinein im YouTube-Channel dann nicht zu sehen sein. Also wenn Ihnen das wichtig ist, der wird ausgegraut. Aber wir nehmen die Fragen oder die Fragen mit oder die Anmerkungen, die Sie gemacht haben. Genau. Gut. Ja, Lisa, du hast es auch geschrieben, ich nutze ganz kurz den Übergang, wenn Sie technische Probleme haben, das steht im Chat, gerne bei meiner Kollegin melden, vielleicht nicht jetzt gerade in dem Moment, aber wir regeln das auch, wenn Sie jetzt noch nicht reinkommen, ja, rufen Sie uns an, wir versuchen Ihnen da zu helfen. Ja. Genau, ich glaube, eine Frage war es noch, ne? Das war die vorletzte, wir hatten vier, bin ich der Meinung, oder? Ah. Genau. Für die. Okay, die vierte Frage. Genau. Möchtest du, Valentin, oder soll ich? Mach du ruhig. Okay. Für die Bündnisse, die bereits im Unternehmen zusammenarbeiten, mit Unternehmen zusammenarbeiten, wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Unternehmen begonnen? Ich sehe per E-Mail, per Anschreiben und Einladung zu Veranstaltungen. Unternehmenspreis. Mhm. Projektgruppen über die IHK und Wirtschaftsförderung angeboten. Spannend, ja. Ich sehe oben links, das sehen Sie alle, es tippt noch eine Person mindestens. Und wir sind höflich und unterbrechen nicht beim Schreiben. Familienfreundliche Unternehmen gesucht. So. Okay. Sehr schön. Dann sind wir auf jeden Fall wieder ein Stück schlauer und nehmen das mal mit. Ich beende mal das Teilen. Ja,
dann würde ich die Präsentation wieder freigeben und dann gucken wir uns die Kolleginnen und Kollegen vor Ort an und schauen mal, wo die Damen und Herren herkommen, die uns heute was erzählen. So, vielen Dank, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben und sich kurz diese Zeit genommen haben. Das war uns sehr wichtig. Dann darf ich Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Wir haben aus Neustadt Weiden, beziehungsweise aus Neustadt und Weiden, das sind ja zwei verschiedene Orte, Susanne Reinhardt, Frau Petra Klebel-Denk und Herrn Christian Frey, die für das lokale Bündnis für Familie Neustadt Weiden heute uns was berichten werden. Danach anschließend wird Frau Sandra Stövesand uns was berichten. Die kommt aus dem Kreis Lippe, aus der schönen Stadt Detmold, vom Fabelservice, was da äquivalent zum Bündnis für Familie ist. Und als letztes, last but not least, wird Birte Lehmfuhl und Hans-Hermann Lausen werden uns was erzählen vom lokalen Bündnis für Familie in der Region Schleswig-Flensburg, wie Sie vor Ort mit Unternehmen kooperieren, wie Sie das angehen, die ganze Sache. Ja, und dann darf ich, glaube ich, auch schon das Wort übergeben an die Kolleginnen in Neustadt und Weiden. Ich würde Sie ganz kurz aufs Podium holen. Das dauert einen ganz kleinen Moment. Dann sehen wir die drei auch. Das ist ja toll, dass wir drei Personen aus diesem Bündnis heute gewinnen konnten. Da haben wir schon Frau Reinhardt, Frau Klebel-Denk und Herr Frey. Genau. Gucke ich mal ganz kurz. Der ist mir hier entwischt. Er war ganz kurz einmal schon zu sehen. Und hat sich, glaube ich, dann vor Schreck wieder rar gemacht, weil er schon Moderator war und dann zu sehen war. Ich gucke, dass ich ihn hier nochmal hinzufüge, Teilnehmer aktivieren. Mal gucken. Herr Frey, wenn Sie uns hören können, Sie dürfen wieder sichtbar werden. Ja. Ja. Jetzt sind Sie zumindest aktiver Teilnehmer. Ich weiß nicht, jetzt sieht man ihn, glaube ich, etwas kleiner unten im Bild. Ich gucke mal, ob ich ihn doch nochmal zum Moderator machen kann. Ansonsten ist das ja, glaube ich, auch okay. Ich sehe das jetzt, dass ich die beiden Damen oben etwas größer sehe und Herrn Frey unten etwas kleiner. Ist das richtig bei Ihnen auch so? Ja. Herr Valentin, du kannst auch gerne bei mir den Moderations... Vielleicht hilft das. Vielleicht ist das schon der... alles klar. Danke für den Hinweis, Lisa. Jetzt... Ja, okay, super. Dann übergebe ich das Wort. Wenn ich Unfug erzählt habe, ich habe das richtig recherchiert, dass Sie ja zwei Ortschaften abbilden, richtig? Und genau, Sie dürfen selber natürlich was zu Ihrem Landkreis und zu dem Ort erzählen. Dann bin ich jetzt ruhig und übergebe das Wort an Sie. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank auch an Sie, dass wir mit dabei sein durften, auch schon mal vorweg im Namen meiner beiden Kollegen. Ich steige ein und kläre das mit dem Geografischen dann auch gleich nochmal. Unser Bündnis wurde 2009 gegründet und wir sind bundesweit eine der wenigen Kooperationen, und zwar nicht nur interkommunal, sondern quasi behördenübergreifend. Sie sehen es hier, wir sind eine Initiative aus einem Landkreis, nämlich dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab, der kreisfreien Stadt Weiden. Wir liegen mittendrin sozusagen im Landkreis. Und der Agentur für Arbeit Weiden, die reicht ein Stückchen über das Gebiet bei uns dann hinaus. Aber sowohl die Stadt Weiden als auch der Landkreis Neustadt gehören eben mit dazu. Also das ist nur zur Konstruktion bei uns. Wir haben also drei Partner. Und die Koordination muss natürlich immer irgendwo mit angedockt werden. Und zwar hängt es in dem Fall an den Gleichstellungsstellen der beiden Kommunen, dann jeweils an den Bildungsbüros der beiden Kommunen, sowie an den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, kurz den BCAs, einmal der Agentur für Arbeit, die Petra Klebel-Denk ist heute mit dabei, und dann noch die entsprechende Kollegin aus dem Jobcenter Weiden-Neustadt. Genau. Wir sind vom Grundsatz her einmal in zwei Arbeitskreisen organisiert. Das ist der Arbeitskreis Vereinbarkeit Familie und Beruf. Da liegt die Federführung bei der BCA, der Arbeitsagentur. Mit dabei sind Kammern, die Agentur für Arbeit selber, die Kommunen, Wirtschaftsförderungen und unter anderem auch der Lions Club. Das hängt mit einer sozusagen lokalen Konstellation hier zusammen. Da ist ein Unternehmer ganz aktiv und als Unternehmer und Lions Club Vertreter ist er mit dabei. Und wir haben den Arbeitskreis Erziehungsverantwortung wahrnehmen.
Da sind einschlägige Beratungsstellen und Einrichtungen vertreten, die Schwangerschaftsberatung, die Erziehungsberatung, das Jugendamt oder eben auch die Stellen, die sich um das Thema Kinderbetreuung kümmern. Bei den Kommunen sind damit dabei und über allem, das haben wir jetzt hier nicht gesondert aufgeführt, steht sozusagen als zentrale Organisation das Koordinationsteam, das sich eben aus den Stellen, die ich vorher schon erwähnt habe, personell zusammensetzt. Genau, und damit kommen wir heute auch schon zu unserem Thema. Und nach dieser Folie gebe ich dann gleich an die Kollegin, oder mache ich noch eine Folie? Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ja, ich mache noch eine. Gut, also das Thema bei uns heute ist der Johanna-Frank-Preis, eine Auszeichnung für familienfreundliche Unternehmen hier bei uns in der Region, sprich in der Stadt Weiden und im Landkreis Neustadt. Der Preis, Sie können gern weitermachen, die nächste Folie. Genau, der Preis, wir haben den Preis jetzt mittlerweile zum dritten Mal verliehen, immer im Abstand von ungefähr 3 Jahren. Das Bündnis selber hat diesen Preis initiiert, also da kam die Initiative nicht von außen, sondern der ist so, das ist aus dem Bündnis selber heraus entstanden und ist ganz eng eben mit diesem Arbeitskreis Vereinbarkeit Familie und Beruf verbunden und deswegen sind da eben auch die dortigen Vertreter, Kammern, Wirtschaftsförderung, Lions Club, ganz eng mit in die Organisation dieser Veranstaltung beziehungsweise dieser Preis, dieses Preises mit eingebunden. Und wichtig ist für uns der Preis zum einen, um aufzuzeigen, dass es in allen möglichen Bereichen und Branchen, auch Unternehmensgrößen, Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit gibt. Manchmal sehen das die Unternehmen gar nicht selber, so gerade so kleinere und kleine Handwerksbetriebe sehen das gar nicht so unbedingt als Maßnahme, als explizite Maßnahme für Familienfreundlichkeit. Und solche Geschichten sollen öffentlich gemacht werden, es soll aufgezeigt werden, nicht nur was für tolle Unternehmen wir eben haben, sondern tatsächlich auch was für gute Arbeitgeber wir hier in der Region vor Ort haben. Und es soll natürlich immer mit den Ideen, die daraus entstehen, immer auch noch ein bisschen natürlich ein Anreiz für andere Unternehmen sein, um sich Ideen zu holen, selber umzusetzen, anzupassen. Und so weiter. Genau, und damit gebe ich jetzt aber tatsächlich an die Kollegin Kliebel-Denk ab. Ja, also, dass wir eigentlich aus dem tiefsten Bayern, aus der Oberpfalz kommen, werden Sie jetzt dann gleich an meiner Stimmfärbung erkennen. Wir haben einen kleinen chronologischen Ablauf einfach mal zusammengestellt, damit Sie einen Einblick bekommen, wie viel Zeit man für so eine Aktion vielleicht einplanen sollte und einfach, wie wir da chronologisch vorgegangen sind. Ja, dieses Mal war es sehr sportlich zugegebenermaßen, da ich meine Stelle erst im Oktober begonnen habe und dann gleich festgelegt wurde, dass wir 2022 diesen Preis verleihen. Somit hatten wir 6 Monate Zeit und das ist eigentlich zu wenig. Also das mal vorab. 12 Monate sollte man auf jeden Fall einplanen. Wenn man rechtzeitig Bescheid weiß, wären vielleicht 18 Monate tatsächlich besser. Also wir haben uns dann in einer Gruppe zum ersten Mal Ende November getroffen. In dieser Planungsgruppe waren dabei wir drei, die hier heute mit dabei sind. Meine Kollegin aus dem Jobcenter, die Wirtschaftsförderer, der IHK-Geschäftsführer, die Geschäftsführung von der Kreishandwerkerschaft, Lions Club, genau. Wir haben dann alles erstmal besprochen, wie wir es diesmal planen wollen, wer setzt den Hut auf. Also natürlich sind wir alle Teamplayer und es ist auch jeder im Team ganz, ganz wichtig. Aber es muss einen geben, der tatsächlich den Hut auf hat, wie man so schön sagt, der die Hauptverantwortung trägt und so einfach den generellen Überblick behält. Das durfte ich machen. Jetzt dürfen Sie bitte weiterklicken. Dankeschön. Ganz wichtig ist natürlich, dass man die Presse mit ins Boot holt, dass das öffentlich gemacht wird, dass die Unternehmen davon erfahren. Also haben wir uns am 8.12. dann zu einem Pressegespräch getroffen, haben die örtliche Presse eingeladen.
So war auch das lokale Fernsehen dabei und natürlich die Zeitung, die das dann halt veröffentlicht haben und einen kleinen Film auch gedreht haben. Unsere Partner, vor allem IHK, Wirtschaftsförderung und Handwerkskammer, haben ihre Unternehmen angeschrieben und haben den Wettbewerb damit beworben. Wir haben einen Online-Fragebogen erstellt, der dann abrufbar war über unsere Bündnis-Homepage und haben gleichzeitig auch eine ausfüllbare PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Den Bewerbungszeitraum, okay, wir hatten nicht so viel Zeit, deswegen mussten wir ihn knapp halten, hatten erst Bedenken, auch mit dem Feiertag, ob das vielleicht Weihnachten, Feiertag zu knapp wäre, hat sich aber dann eigentlich als ganz gut erwiesen, weil wir dann festgestellt haben, im Januar nach Ablauf des Bewerbungszeitraums, dass wir die Frist nochmal verlängern sollten. Und somit konnten auch IHK, Kreishandwerkerschaft und die Wirtschaftsförderer nochmal einige Unternehmen kontaktieren, anrufen und akquirieren. Und da ist dann wirklich noch einiges an Bewerbungen dann nach dem ursprünglichen Bewerbungsschluss eingegangen. Also somit hat sich herausgestellt, dass das gar nicht mal so schlecht war, den Bewerbungszeitraum ganz knapp zu halten. Ja, es waren dann 24 vollwertige Bewerbungen, einige unklare, wo wir dann einfach nochmal Kontakt aufgenommen haben und dann auch die Dinge klären konnten. Ja, dann natürlich nächstes Treffen im Februar. Es musste ja schnell gehen. Da hatten wir dann alle Bewerbungen vorliegen, haben die dann uns angeschaut, haben uns entschieden, dass wir tatsächlich alle Unternehmen besuchen werden. Und haben daher Zweierteams gebildet und jedes Zweierteam hat circa 6 Unternehmen dann besucht. Das war uns wichtig, dass wir nicht nur diesen Online-Fragebogen als Grundlage für unsere Bewertung nehmen, sondern dass wir wirklich auch ins persönliche Gespräch mit den Unternehmen gehen, uns das anschauen und zeigen lassen. Und das war auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und hat uns sehr viel gebracht. Bis dahin, also bis Februar, ist natürlich nicht nichts passiert. Also so organisatorische Sachen wie, wer wird überhaupt dann mal eingeladen? Welche Ehrengäste müssen dann eingeladen werden zur Veranstaltung? Wie gestaltet man dieses Einladungsschreiben und dieses organisatorische Drumherum? Das läuft natürlich alles noch nebenbei zwischen den Treffen. Das muss man auch mit bedenken. Ja, wir haben dann ausgemacht, dass bis Anfang April jeder seine Unternehmen besucht haben sollte. Das hat auch super funktioniert. Trotz ja noch ein bisschen Corona, 1-2 größere Unternehmen baten um eine Skype-Besprechung oder ein Online-Meeting, weil es einfach das Unternehmen keine Besucher noch erlaubt hatte. Aber das war wirklich die Ausnahme. Also die meisten waren... Ja, haben sich gefreut, dass wir persönlich vorbeikommen. Wir haben dann unsere Aufzeichnungen und Erfahrungen ausgetauscht und haben uns dazu entschieden, dass wir pro Kategorie, die 3 Kategorien standen vorher schon fest, also einmal die Kategorie bis 20 Beschäftigte, dann die Kategorie 21 bis 100 Beschäftigte und dann die größeren Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten. Wir haben uns dann entschlossen, dass wir je einen Preisträger pro Kategorie auswählen und dann noch Auszeichnungen als familienfreundliches Unternehmen quasi in einer Unterkategorie auszeichnen. Wir haben das dann per Punktesystem so ein bisschen versucht auszuwerten, was tatsächlich sehr schwierig war und die Unternehmen teilweise sehr eng beieinander lagen. Aber wir haben uns dann entschlossen, gut, was ist familienfreundlich und was ist vielleicht mitarbeiterfreundlich? Dinge, die bei der letzten Preisverleihung noch vollkommen neu waren, wie zum Beispiel Homeoffice anbieten oder Mobilarbeit, wo wir damals gesagt worden ist, wow, das ist innovativ und super, das ist mittlerweile selbstverständlich. Und haben uns dann darauf berufen, wer toppt denn das? Also was ist wirklich familienfreundlich? Also
zum Beispiel wirklich eine Kinderbetreuung an der Arbeitsstätte ganz unkompliziert und jederzeit mit eigener Betreuung, das ist herausragend. Und so haben wir uns dann ja da entlang gehangelt und haben uns dann schlussendlich eben auf 3 Preisträger geeinigt. Wir haben uns dann natürlich auch Gedanken gemacht, was für ein Preis, nur eine Urkunde. Es gab mal so ein schickes Porzellanteil, okay. Was möchte man stattdessen machen? Haben uns mit so einem Künstlerverband in Verbindung gesetzt, das hat der Herr Frey gemacht, uns Entwürfe zeichnen lassen. Und also diese Sachen spielen halt immer mit eine Rolle, das muss man nebenbei noch mit abwickeln und haben uns dann ja auf 3 schöne Skulpturen geeinigt. Ja, dann machen wir weiter. Im Mai ist es dann schon sehr ernst geworden. Der Ablauf der tatsächlichen Preisverleihung musste dann natürlich stehen. Alle wichtigen Menschen, die was zu sagen haben, mussten untergebracht werden. Also wer spricht Grußworte, wer leistet sonst noch einen Redebeitrag? Musikalische Umrahmung wurde dann festgelegt. Einladungen, wer hat sich zurückgemeldet, wer kommt tatsächlich. Das Catering war alles geklärt, wann wird es aufgebaut. Also diese ganzen organisatorischen Dinge wurden dann Anfang Mai fix gemacht. Wir hatten das Glück, dass unsere bayerische Staatsministerin tatsächlich auch mit dabei war und gekommen ist und natürlich da auch eine Rede gehalten hat. Das hat dem Ganzen schon nochmal eine Wertigkeit gegeben. Genau, also am 2. Mai musste wirklich alles stehen, von wer baut die Stühle auf, wer baut sie wieder ab, diese ganzen Sachen. Ja, und am 23. Mai war dann der Tag, an dem die Preisverleihung stattfand. Die meisten Unternehmen waren da, einige leider nicht, aber unsere Preisträger waren alle da. Wir haben sie vorher nicht informiert, also sie wussten nicht, dass sie gewinnen. Oder auch, dass sie ausgezeichnet werden. Und es war echt ganz schön zu beobachten, wie doch die ein oder anderen tatsächlich sehr gerührt waren und sich sehr gefreut haben über diese Auszeichnung. Natürlich wurde für jedes Unternehmen eine kleine Laudatio gehalten. Es war uns wichtig, dass einfach alle auch hören, hey, was macht das Unternehmen eigentlich? Genau, das haben dann wir geschrieben und unsere Schirmherren haben dann die Laudationes gehalten und den Preis übergeben. Ja, die Kostenverteilung ist einmal ein wichtiger Punkt, aber da muss man sich einfach im Team einig werden, wer kann einen Teil übernehmen, wer macht was, und es war bei uns eigentlich tatsächlich ganz unkompliziert. Ja, und am Schluss sieht man dann das Ergebnis, sind insgesamt 27 Unternehmen, die sich beworben hatten. 17 Unternehmen, es sind viele, aber da war die Abgrenzung echt schwierig, haben eine Auszeichnung erhalten als familienfreundliches Unternehmen. Das war dann nur eine Urkunde. Und 3 Unternehmen, die man hier sieht, haben diesen Johanna-Frank-Preis gewonnen. Das in der Mitte, das ist die Zeta-Pflege mit Herz. Das ist eine ambulante Pflege, die eben diese Kinderbetreuung vor Ort anbieten mit eigener Mitarbeiterin. Und links ist die ISA Industrie Elektronik und rechts das große Unternehmen BHS Corrugated. Genau, das waren unsere 3 Preisträger. Und ja, und dann darf ich noch den Abschluss machen. So schön das alles war, haben wir hier und da dann doch festgestellt, man kann natürlich auch immer noch mal Sachen besser machen. Wir werden jetzt auch nächste Woche, steht auch hier, ein Treffen haben, um darüber noch mal zu sprechen, wie wir jetzt zum einen weitergehen wollen, was wir beim nächsten Mal vielleicht auch besser machen wollen. Wir wollen weitergehen in Richtung Vernetzung der Unternehmen. Also das war durchaus auch bei unseren Vorortgesprächen schon bei einigen Thema, dass man gerne mit anderen Unternehmen in der Region sich da auch mal austauschen will dazu, was die denn so machen, wie die gewisse Probleme, Herausforderungen angehen, um da Synergien herzustellen. Da möchten wir gerne den nächsten Schritt gehen. Wir haben für uns festgestellt, bei den Bewertungs- und Auswahlkriterien, da sind wir so ein bisschen, wenn wir ganz ehrlich sind, auch reingestolpert. Da wollen wir das nächste Mal das schon noch für uns ein Stück weit klarer machen, also welche
ja, welche Punkte-Range muss man eigentlich sagen, dass wir uns da nochmal festlegen und dann auch, für was gibt es wie viele Punkte? Das war noch etwas, ja, Learning by Doing. Also da, das wollen wir ein bisschen klarer haben. Fällt das Punktungssystem dort auch mit rein? Wir haben auch gemerkt beim Fragebogen, der ist jetzt durchaus auch schon ein paar Jährchen alt. Den müssen wir uns einfach auch gerade bei ein paar Fragen nochmal genauer anschauen, weil wir da auch gemerkt haben, Fragen werden hier und da anders verstanden, als wir es eigentlich intendiert haben. Also da werden wir uns auch nochmal dem Ganzen widmen. Und was uns auch kam, gerade bei den Unternehmensbesuchen, das könnte man eigentlich schon ganz gut mit Öffentlichkeitsarbeit verbinden, gerade jetzt mit unserer Facebook-Seite, dass wenn man dort vor Ort ist, dort einfach ein Bildchen schießt und auf Facebook postet, dass man heute dieses und jenes Unternehmen besucht hat im Rahmen des Johanna-Frank-Preises, sodass man also während dieses ganzen Prozesses auch nochmal ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit generiert. Okay, das sind so die Punkte für die Zukunft. Ja, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich an Sie drei, Frau Klebel-Denk, Frau Reinhardt und Herrn Frey, für die interessanten Einblicke in so eine Unternehmensauszeichnung und in die Bündnisarbeit. Genau, eine Frage gibt es schon aus dem Chat. Das war jetzt der Aufruf und sofort kommt eine Frage. Wer oder ist oder war Johanna Frank? Ich habe es befürchtet. Also Johanna Frank ist in Deutschland sicherlich nicht bekannt, denn sie war eine Bürgerin der Stadt Weiden, die ist schon, ich habe es mit Zahlen überhaupt nicht, hilft mir weiter. Um 1890 rum. Dankeschön. sich für die Frauenbildung eingesetzt hat und eine Mädchenschule gegründet hat, auch eine höhere Mädchenschule und sich einfach da eben für die Bildung von Mädchen und jungen Frauen eingesetzt hat. Und irgendwann vor meiner Zeit wurde eben dieser Preis nach ihr benannt. Und das möchte man auch beibehalten natürlich. Ja. Okay, danke. Gibt es weitere Fragen? Gerne so wie Herrn Thomas Meyer im Chat äußern. Ansonsten haben wir nachher im Anschluss auch nochmal Zeit für Fragen, falls einem Fragen erst später kommen oder man sagt, ich muss darüber nochmal nachdenken. Ansonsten würde ich mit Blick auf die Uhr vielleicht an den Fabel-Service erstmal abgeben und gucken, wenn wir im Nachhinein noch kurz in die Diskussion gehen oder in Fragen, dann kommen wir nochmal auf Sie zu. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Zunächst einmal. Danke. Dann würde ich hier die Moderationshüte neu vergeben und Frau Sandra Stövesand auf das Podium holen, auf das Virtuelle. Frau Stövesand ist aus dem Bündnis Fabel-Service, die auch gerade im Monat Juni zum Bündnis des Monats gewählt wurden. Jetzt habe ich schon ein bisschen geteasert, um die Zeit zu überbrücken. Frau Stövesand, dann übergebe ich das Wort an Sie. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag in die Runde. Ich freue mich, mit meiner Kollegin Eva Giese heute auch bei Ihnen zu sein und Ihnen den Fabel-Service Familienbetreuung Lippe vorzustellen. Wir sind eine Initiative lippischer Unternehmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und setzen uns ganz stark ein, um tatsächlich die Familienfreundlichkeit im ganzen Kreisgebiet voranzutreiben, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den einzelnen Kommunen. Ich habe einfach ganz kurz aufgezeigt, wo wir leben. Wir sind im Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Wir grenzen an Niedersachsen, sind ein Flächenbezirk mit 16 Kommunen. Vom einen zum anderen Ende können es schon mal knapp anderthalb Stunden sein, bis wir irgendwo am Ziel sind. Unsere Kreisstadt ist Detmold, da ist auch unser Kreishaus, wo Frau Giese und ich beschäftigt sind. Wir sind im Team Familienfreundlicher Kreis, sind dort in dem Team Frühhilfen, Prävention und Kinderschutz tätig und mit unserem Fabel-Service als Dienstleister für lippische Unternehmen zur Vereinbarkeit sind wir dort verortet, weil damals in der Gründung 2009 das Augenmerk insbesondere auf die betriebliche Kinderbetreuung gerichtet war. Und ich glaube, Sie können sogar weitermachen.
Wir waren damals, also die Initiative kam von der Gilde Wirtschaftsförderung und der IHK Lippe zu Detmold im Rahmen der Verantwortungspartner für Lippe. Damals haben sich ganz viele lippische Unternehmen, Institutionen, Kommunen, Träger verschiedenster Art zusammengetan und haben gesagt, wir möchten gesellschaftliche Verantwortung übernehmen in dem Bereich Bildung, Beruf und Lebensqualität mit dem speziellen Augenmerk auf Mitarbeitende. Und dann wurden verschiedene Arbeitsgruppen gegründet und unter anderem halt die Fabel-Projektgruppe. Damals war es noch ein Projekt, inzwischen ist es ein fest installiertes Angebot im gesamten Kreisgebiet. Und wir waren damals 12 Unternehmen und sind inzwischen 54 Mitgliedsunternehmen, die aktiv zusammenarbeiten. Wir erreichen eine Mitarbeiterschaft von 23.000 und auch zwei Hochschulen sind hier vor Ort beteiligt und deshalb sind wir auch für 7.500 Studierende mit verantwortlich. Und Ziel des Ganzen war tatsächlich, dass wir bei Fabel die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf in den Fokus stellen und dass wir die Region Lippe weiter als familienfreundliche Region ausbauen. Und da wir aus der Jugendhilfe kommen und auch ein Team von Kita-Fachberatung, Kindertagespflege im Background haben, wurden wir halt als Dienstleister ausgewählt. Und inzwischen hat sich aber im Laufe der Jahre deutlich gezeigt, dass wir also eigentlich eine lebensphasenorientierte Beratung durchführen, dass wir zu allen Themen da sind und die Pflege eine immer wichtigere Rolle spielt. Und somit haben wir zu allen Themenbereichen mit all unseren Kooperationspartnern vor Ort die Themen aufgegriffen, machen dort Veranstaltungen, Vernetzungstreffen, bieten neue Angebote an vor Ort und geben halt die Informationen an die Mitarbeitenden und die Unternehmen weiter. Genau, um überhaupt Mitgliedsunternehmen zu werden, schließt man eine Einzelvereinbarung mit dem Kreis Lippe ab, wir als Dienstleister, und die Unternehmen zahlen an den Kreis einen Jahresbeitrag. Dieser ist an die Mitarbeiterzahl orientiert. Ich sag mal, ein kleines Unternehmen bis 10 Beschäftigte zahlt bei uns 100 Euro Mitgliedschaft im Jahr netto, bis 300 Mitarbeitende 1.000 und ab 1.000 Mitarbeitern ist ein Beitrag von 3.000 Euro fällig. Und wichtig ist an der Stelle, also dass die Kosten noch sehr gering sind, sodass wir allen Unternehmen die Möglichkeit bieten, daran teilzunehmen. Zwei Drittel unserer Unternehmen sind kleine bis mittelständische Unternehmen. Also es sind gar nicht immer die ganz Großen, die bei uns mitmachen. Unser Angebot ist auf zwei Säulen aufgebaut. Zum einen sind wir für die Beratung der Mitarbeitenden da, zu allen Themen rund um die Familie. Dafür ist Frau Giese hauptverantwortlich. Sie berät die Familien intensiv, begleitet sie und guckt, was braucht jede einzelne Familie und ist dort für Schwangerschaft, Elternzeit, Wiedereinstieg, Themen, also Orientierung in der Kinderbetreuung oder Lösungen im Einzelfall natürlich zu finden, ist in schwierigen Lebenssituationen da und ist ein Hauptthema inzwischen von dir, Eva, die Pflege von Angehörigen. Und genau. Und damals war es so, dass die Unternehmen gesagt haben, Mensch, wir brauchen eigentlich nur die Beratung, eine Lotsenfunktion in den Unternehmen für die Beschäftigten, damit, denn wir haben ganz viele tolle Angebote, aber die meisten wissen gar nicht davon. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt oder recht schnell festgestellt, das reicht nicht aus, wenn wir nur mit den Mitarbeitenden arbeiten. Wir müssen auch die Unternehmen begleiten bei der Umsetzung einer familienfreundlichen Personalpolitik. Das heißt, dass wir mit den Unternehmen ins Gespräch gehen, dass wir
gemeinsam gucken, wo sind die Bedarfe der Mitarbeitenden, was sind die Schwerpunktthemen der Unternehmen und was können wir intern tatsächlich umsetzen, um eine familienfreundliche Unternehmenskultur zu leben, umzusetzen, dass wir themenspezifisch sensibilisieren, gerade bei den Themen Pflege und psychische Gesundheit war das oder ist das ein ganz wichtiges Thema, dass wir da ganz offen mit umgehen, dass wir es aus der Tabuzone holen. Und auch da sind wir immer, entwickeln wir weiter die Themen beziehungsweise greifen die neuen Themen auf, denn die väterfreundliche Personalpolitik, das war vor 10 Jahren noch überhaupt kein Thema, ist aber tatsächlich so in den letzten, würde ich sagen, 3 Jahren doch immer wichtiger geworden. Und da gucken wir auch, dass die Männer zu ihren Rechten kommen und die Frauen insgesamt entlastet werden. Weiter. neben der individuellen Beratung der Beschäftigten und der Begleitung der einzelnen Unternehmen bieten wir als Servicestelle 2-mal im Jahr Mitgliederversammlungen an, wo wir bedarfsgerechte Themen anbieten. Die IHK sagt uns, das sind gerade wichtige Themen für uns oder die Unternehmen in Gesprächen wird deutlich, nach Corona ist die psychische Gesundheit unserer Mitarbeitenden ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir jetzt bei der letzten Versammlung aufgegriffen, haben dort mit einem Kooperationspartner der Klinik vor Ort für Psychiatrie, dem GPZ, einen tollen Impuls erhalten und sind toll in den Austausch gegangen mit den Personalverantwortlichen. Und da wurde nochmal der Wunsch geäußert, dass wir auch zukünftig nochmal einen Workshop zur Vertiefung anbieten in dem Themenbereich und man gemeinsam gucken kann, wo läuft es gut, wo hakt es, was können wir gemeinsam ausbauen, wie können wir sensibilisieren, wie können wir Führungskräfte entlasten. Genau, gemeinsam, Sie sehen einfach bei den Bildern, haben wir schon Betriebsbesichtigungen gemacht. Rechts sehen Sie das Wohnzimmer unserer Brauereibesitzer, wo wir einfach auch nochmal schön in den Austausch kommen. Wir bieten Walk-and-Talks an mit unseren Mitgliedsunternehmen, wo wir nochmal kleine Impulse geben, wo wir laufen und im Laufen kann man sich einfach viel besser austauschen, neue Ideen finden und gemeinsam in die Zukunft schauen und überlegen, was möglich ist. Genau, die regelmäßigen Mitgliederversammlungen, aber wir haben auch immer wieder Aktions- und Infostände in den Unternehmen oder bei Veranstaltungen in den Kommunen. Hier unten rechts sehen Sie jetzt zum Aktionstag einen Stand von uns, wo wir in Blomberg ein Theaterstück für Familien mit kleinen Kindern angeboten haben und bei dem tollen Wetter mit Malaktionen mit allen drum und dran kam das wirklich richtig toll an. Wir sind natürlich auch bei verschiedenen Veranstaltungen vom Kompetenzzentrum Frauenberuf zum Beispiel, wo wir selber auch Impulse geben, wo wir sensibilisieren, wo wir mit anderen Unternehmen ins Gespräch kommen, sind Unternehmerfrühstücke oder Mittagsgespräche oder wir werden von den Rotariern oder von den Lions eingeladen und halten dort Vorträge. Nur als Beispiel. Ja, so ein umfangreiches Programm, was wir haben, können Frau Giese und ich alleine gar nicht anbieten. Dafür haben wir tolle und richtig zahlreiche Kooperationspartner vor Ort, mit denen wir im intensiven Austausch sind, die wir alle persönlich kennen, die wir regelmäßig treffen. Und nur so kann man tatsächlich bedarfsgerechte Angebote weiterentwickeln und kurzfristig auch umsetzen. Und ein paar Beispiele habe ich nochmal aufgezeigt auf der nächsten Seite. Da haben wir zum Beispiel die betriebliche Pflegenlotsenschulung. Vielleicht möchtest du, Eva, was dazu sagen. Das ist auch dein Baby mit. Ja, genau. Hallo nochmal an alle. Mein Name ist Eva Giese, bin die Kollegin von Frau Stövesand. Wir bieten inzwischen in diesem Jahr nochmal zum zweiten Mal auch eine betriebliche Pflegelotsenschulung an, weil wir festgestellt haben in den letzten Jahren, dass die Bedarfe an Beratung zum Thema Pflege wirklich von
ersten Informationen bis hin zur Umsetzung einer Maßnahme bei Verschlimmerung der Situation, zum Beispiel in einer Familie, also einfach eine sehr, sehr große Rolle spielen. Wir hatten im letzten Jahr das erste Mal die Situation, dass die Anfragen zum Thema Pflege mehr waren als zum Thema Kinderbetreuung und anderes. Und so bieten wir eine zweitägige Schulung an in Kooperation mit dem Regenerationenhaus und dem Pflegestützpunkt bei uns an und bilden kostenfrei Pflegelotsende, also betriebliche Pflegelotsende in den Mitgliedsunternehmen aus. Es ist so, dass wir inzwischen in 17 unserer 54 Mitgliedsunternehmen Pflegelotsende ausbilden konnten, ja, die eifrig an die Arbeit gehen, um im Nachhinein oder beziehungsweise nach der Ausbildung werden die von uns auch nochmal im Rahmen eines Netzwerkes mit regelmäßigen Netzwerktreffen begleitet und unterstützt, mit neuen Inputs versorgt und auch einfach in ihrer Arbeit vor Ort, oft als Einzelkämpfer, da entsprechend auch unterstützt. Ja, danke. Genau. Ja, auch in den Gesprächen mit den werdenden Eltern, wo auch die Väter immer alle dabei sind, haben die Väter ganz deutlich den Wunsch geäußert, mehr Kurse für sich selber oder mit den Kindern zusammen zu haben. Das haben wir auch mit dem Familieninformationstreff und den frühen Hilfen und der Lippischen Landeskirche ins Leben gerufen. Tolle Angebote und die Väter finden es richtig, richtig, richtig gut. Und und wir haben zum Beispiel auch mit der Lippischen Landeskirche zusammen Elternstartkurse in den Unternehmen eingeführt für Elternzeitnehmende, dass sie die betrieblichen Kinderbetreuungsangebote kennenlernen, im engen Austausch mit den Personalverantwortlichen sind, uns als Fabel kennenlernen, dass sie uns jederzeit ansprechen können. Und das wurde auch als absolut wertschätzend von den Mitarbeiterinnen angenommen. Und sie fanden es super, dass man Kontakt zu ihnen hält in der Zeit. Und manche waren auch dadurch durchaus bereit, auch eher vielleicht wieder aus der Elternzeit zurückzukommen, weil sie einfach auch ihr Kind gut vor Ort betreut wussten. Wir machen eine Aufstellung von Ferienangeboten. Wir hatten immer schon Babysitter, die wir ausgebildet haben. Und dann sagten aber viele Familien, die hier neu hingezogen sind, wir haben hier gar keine Familie und es wäre eigentlich total gut, wenn wir nicht den jugendlichen Babysitter hätten, sondern Wunschgroßeltern. Und daraufhin konnten wir auf kurzem Wege tatsächlich hier im Team mit unserem Kooperationspartner, dem Deutschen Roten Kreuz, auch Wunschgroßeltern ausbilden und vermitteln die. Während Corona hat ein anderer Kooperationspartner von uns kurzfristig eine Online-Kinderbetreuung angeboten für Eltern, die halt im Homeoffice waren, trotzdem ihre Kindergartenkinder vor Ort hatten und zumindest mal für ein Meeting oder für eine Stunde oder so mal arbeiten konnten und dann halt die Betreuung im Nachbarzimmer online stattfand. So als kleines Beispiel nur. Gut, und weil wir doch eine ziemlich umfangreiche Arbeit leisten, ein tolles Netzwerk haben, sind wir erstmalig 2016 in die Endrunde des Unternehmenswettbewerbs Erfolgsfaktor Familie gekommen in der Kategorie Kooperation von Unternehmen vor Ort. Das war schon richtig toll, und wo wir dachten, ja, also das wird gesehen und da machen wir weiter und sind jetzt nochmal von den lokalen Bündnissen ausgezeichnet worden zum Bündnis des Monats. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und das durften wir in der letzten Woche feiern gemeinsam. Herr Franklin war auch dabei und das war eine sehr schöne Runde. Ganz herzlichen Dank an der Stelle. Ja, wir machen das mit Überzeugung, weil wir sagen, Lippe ist ein toller Standort. Wir möchten ihn aber als familienfreundliche Region weiter ausbauen. Wir möchten gemeinsam Wirtschaft, Soziales und Verwaltung auf kurzem Wege tolle Angebote für Familien ins Leben rufen, um letztendlich deutlich zu machen, dass wir hier ein toller Standort sind, dass wir zwar ländlich, aber familienorientiert sind und dass wir hier die Fachkräfte hinholen und auch halten möchten. Genau, der Einsatz lohnt sich für alle. Wenn Sie noch Fragen haben, Frau Giese und ich stehen auch im Nachgang für Sie zur Verfügung und Sie können sich jederzeit melden. Dankeschön.
Ja, vielen Dank an Sie beide, Frau Stövesand und Frau Giese, für den tollen Einblick in Ihre Arbeit. Wie gesagt, mal ein bisschen anders noch als die Auszeichnung von Unternehmen. Beraten Sie Unternehmen und die Mitarbeitenden? Sehr interessant. Frau Lehmfuhl und Herr Lausen. Ja, dann vielen Dank, dass Sie hier sind im hohen Norden. Schöne Grüße nach oben und ich übergebe das Wort an Sie. Okay, ja, wir freuen uns auch, dass wir heute hier unser lokales Bündnis für Familie präsentieren dürfen und ein bisschen zeigen können, was wir gerade aktuell hinter uns gebracht haben, was wir aber auch generell so machen. Ich mache so ein bisschen gibt so einen allgemeinen Überblick und Hans-Hermann Lausen wird dann nochmal auf diesen Unternehmenswettbewerb eingehen, den wir gerade durchgeführt haben, erneut und dann können ja auch noch gerne Fragen gestellt werden zwischendurch. Also ich starte damit, dass es dieses Bündnis für Familie seit 2005 gibt und es wurde ursprünglich mal gegründet tatsächlich von 36 Institutionen, auch aus ähnlichen Bereichen, wie wir schon gehört haben vorhin. Unter anderem auch die Kirche ist mit dabei gewesen. Es gibt hier den sogenannten Kirchendienst in der Arbeitswelt. Auch die haben sich befasst mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und lange war ein Pastor in unserer Arbeitsgruppe auch tätig, bis zu seinem Ruhestand. Und dann konnten wir leider aus diesem Kreis niemanden mehr dazu gewinnen. Also so wechselt es natürlich mal, aber ich möchte das erwähnen, weil dieser Kollege wirklich auch ganz engagiert war und das auch in ganz Schleswig-Holstein sozusagen immer mitgenommen hat, die Ideen, die von irgendwo kamen oder auch irgendwo hingegangen sind. Und das heißt, seit 2005 gibt es dieses Bündnis und es gab auch verschiedene Arbeitsgruppen zu Beginn. Da gehe ich gleich darauf ein. Sekunde. Ich habe hier die Gründungserklärung aufgenommen. Die steht, glaube ich, ähnlich wie für andere Bündnisse auch oder für andere Arbeitsgruppen, die sich dem Thema Vereinbarkeit widmen, also Partner aus Verwaltung, aus Wirtschaft, aus Politik, aus Verbänden, die sich um Familien kümmern wollen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bemühen und auch in den Mittelpunkt des politischen Interesses rücken und so weiter. Und das Ganze eben in unserem Landkreis hier Schleswig-Flensburg. Und insofern ist das die Gründungserklärung gewesen. Das ist immer noch die Absicht, die auch dahinter steht. Ich glaube, Sie dürfen mal weiterklicken. Genau. Also wir haben hier so ein paar, jetzt sage ich nochmal was zu den Arbeitsgruppen. Also es gab in diesem Bündnis natürlich unterschiedliche Interessen, also alle Akteurinnen sind mit unterschiedlichen Interessen da reingegangen. Und aus diesen Arbeitsgruppen, es gab zum Beispiel mal eine zum Thema Kinderarmut, auch das liegt ja immer an einem persönlichen Interesse, sich da einzubringen. Nicht alle Arbeitsgruppen gibt es noch und es gibt eigentlich nur noch eine Arbeitsgruppe, der wir angehören und das ist die Arbeitsgruppe Arbeitswelt. So hießen wir viele Jahre. Ich bin seit 2015 dabei und so lange kenne ich quasi nur diese Arbeitsgruppe Arbeitswelt. Und da sich wirklich im Laufe der Zeit alle anderen Arbeitsgruppen sozusagen verabschiedet haben, haben wir als Arbeitsgruppe vor einiger Zeit beschlossen, uns jetzt nur noch als lokales Bündnis zu bezeichnen, weil es eben diese Unterarbeitsgruppen gar nicht mehr gibt. Und ich habe das vorhin gesehen bei den Kolleginnen, wie auch andere Akteure mit eingebunden sind, aus Bereichen zum Beispiel über die Frauenbetreuung oder auch Kinderbetreuung. Und wir sind sehr darauf konzentriert, wirklich, ich sage jetzt mal, wirklich nur das Thema Arbeitsumgebung in den Blick zu nehmen. Also das ist wirklich die Konzentration. Und insofern sind wir auch tatsächlich nicht mehr so viele aktive Einrichtungen, aber der Kern, der geblieben ist, der ist sehr aktiv und hat wirklich, wie ich finde, ganz gute Sachen auf den Weg gebracht. Ich habe hier so ein paar Beispiele mit aufgenommen. Es gab mal einen Katalog für familienfreundliche Maßnahmen, um eben auch wirklich den Unterschied zu machen zwischen mitarbeiterfreundlichen Maßnahmen und familienfreundlichen Maßnahmen, die wirklich auch eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erlauben. Es gab mal Umfragen zu den Kinderbetreuungsmöglichkeiten, verschiedene Informationsveranstaltungen, eine relativ interessante Messe,
wo auch verschiedene Akteure aufgetaucht sind, um dort eben beraten zu können. Wir hatten eine Podiumsdiskussion, wir hatten einen Thementag unter dem Stichwort Fachkräftemangel und auch eine Fischbowl-Diskussion zum Thema Ausbildung in Teilzeit. Das ist auch so ein, ich würde sagen, Steckenpferd von uns. Genau, Flyer natürlich, Broschüren und das Kindernest, da gehe ich gleich nochmal vereinzelt drauf ein. Genau. Das Kindernest ist auch entstanden aufgrund dieser Umfrage zu den Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Und da ist herausgekommen, 2010, dass ein eklatanten, das ist, glaube ich, überall so in ganz Deutschland, dass es ein eklatantes Problem gibt in der Ferienbetreuung, wenn eben diese langen Schulferien stattfinden über 6 Wochen in den jeweiligen Bundesländern, dass berufstätige Eltern diese 6 Wochen einfach mit den Kindern, die dann Ferien haben, nicht gut abdecken können. Beruflich, das korreliert ja oder das stört sich ja schon sozusagen mit den Urlaubstagen. Und dann gab es die Einrichtung eines sogenannten Kindernestes unter der Trägerschaft der AWO in Schleswig. Und die AWO ist auch, das kann ich nebenbei sagen, die Koordination oder übernimmt die Koordination unseres lokalen Bündnisses. Das ist auch ein bisschen sozusagen dann daraus erwachsen. Also die AWO hat da eine ganz starke Rolle gespielt. Und seitdem gibt es eben für die Kinder der 1. bis zur 7. Klasse ein Ferienangebot, ein betreutes Ferienangebot mit einer professionellen Betreuung, die dort angeboten wird. Und Sie können sehen, dass es heute so ist, das ist der Stand heute. Es gibt eine Woche in den Oster- und Herbstferien, also einmal im Frühjahr, einmal im Herbst und dann 3 Wochen in den Sommerferien. Und diese Zeit, also diese 5 Wochen, können die Kinder eben wirklich professionell untergebracht werden mit nicht nur Spielspaß und so, sondern wirklich auch mit lernfördernden Aktivitäten, mit Austausch. Sie können sich vorstellen, dass 2015, 2016 die Kinder der geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind nach Deutschland, eine große Rolle gespielt haben. Die sind dort auch mit aufgenommen worden, relativ ad hoc, mit Sprachförderung über Ehrenamt und so weiter. Also das ist wirklich ein, wie wir finden, ein sehr vorzeigbares eine sehr vorzeigbare Sache geworden, die hat sich wirklich gut entwickelt und die besteht ja jetzt schon seit über 10 Jahren und hatte 10-jähriges Jubiläum, das haben wir schon gefeiert. Das ist wirklich etwas, was von dieser Arbeitsgruppe ja ein Hauptaufgabenfeld war. Bevor ich zum Unternehmenswettbewerb komme, das würde ich gerne Hans-Hermann Lausen machen lassen. Dürfen Sie noch einmal ganz kurz springen, bitte? Das ist einmal weiter nach vorne. Da kommen wir gleich. Hier habe ich mal ein paar Fotos nur ausgeschnitten, auch die Broschüren unten links zu sehen. Die habe ich hier auch mitgebracht. Und das möchte ich einmal sagen, dass wir mit diesen beiden Broschüren, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt, dort findet man klassischerweise Ansprechpartnerinnen, Akteure, die für die Familien interessant sind. Und weil natürlich der Trend zur Digitalisierung geht, arbeiten wir jetzt aktuell daran, diese beiden Broschüren zum einen inhaltlich zusammenzuführen, sodass es nicht zwei unterschiedliche gibt, mit unterschiedlichen Titeln, sondern eben eine Broschüre oder ein Aufruf. Und wir sind im Moment dabei zu gucken, gestalten wir das ausschließlich webbasiert, also wirklich über eine Webseite, oder gehen wir trotzdem in den Druck mit einer Broschüre, weil eben nicht für alle immer noch das Internet auch überall zugänglich ist und auch manchmal tatsächlich sich nicht so erschließt. Für einige ist es doch einfacher, so eine Broschüre in der Hand zu haben. Aber das ist ein Aufgabenfeld, dem wir uns jetzt in den kommenden Monaten widmen, die Überarbeitung dieses Auftritts und dieser Informationsbroschüre für Familien und dann wirklich unter dem Stichwort auch Vereinbarkeit. Und ich sehe im Chat einmal ganz kurz, soll ich die Frage mal aufnehmen? Ich würde die Frage hinten ran stellen. Lassen okay. Wir uns erst über. Genau. Gut. Ja. Ja, soll ich aber nochmal zurückspringen, ne? Zu dem. Ja, genau. Springen Sie nochmal gerne. Genau.
Und mir ist gerade aufgefallen, das vergesse ich manchmal, zu sagen, wer wir überhaupt sind und was wir tun. Das will ich noch gerne nochmal nachholen. Ich bin auch Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Flensburger Arbeitsagentur. Und mit uns, Hans-Hermann Lausen darf gerne zu sich gleich nochmal selbst was sagen, aber mit in unserer Arbeitsgruppe sind natürlich Gleichstellungsbeauftragte der unterschiedlichen Regionen. Die AWO hatte ich schon erwähnt. Und auch den Kollegen von dem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt hatte ich schon erwähnt. Es gab oder es gibt immer noch eine Kollegin, die aus dem Bereich Personalleitung eines privatwirtschaftlichen Abfallunternehmens kam im Kreis. Und die ist seit kurzem in Rente, ist uns aber als Person erhalten geblieben. Und sie war sozusagen immer mit ihrem Unternehmen unser wirtschaftlicher Part, also der Unternehmenspart. Und nun sind wir dabei, zu gucken, wie können wir tatsächlich noch auch mehr Unternehmen ins Boot zu holen. Aber wir sind eben wirklich eine Gruppe von, Hans-Hermann, ich glaube 10 Leute oder so. Also eine relativ überschaubare Gruppe und müssen jetzt aber wirklich nochmal uns mehr an die Unternehmen auch heranwagen, wirklich jemanden damit ins Boot zu holen, um diese wirtschaftliche Seite mehr mit einzubinden. Und ja, das ist so der Plan. Und die IHK ist natürlich dabei, die Handwerkskammer ja sowieso. Das sind so die Akteure. Okay, ich übergebe an Hans-Hermann. Ja, moin moin, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, Herr Franklin, Frau Misch. Ja, ich sitze jetzt auch in Flensburg in meinem Büro bei der Handwerkskammer. So wie du gesagt hast, Birte, die Wirtschaftsvertreter sind neben unserer lieben Rentnerin, die uns noch treu beiseite steht, eben die beiden großen Kammern, die IHK Flensburg und die Handwerkskammer Flensburg. Ich bin dort als Fachkräfteberater tätig und bin irgendwann mal vor knapp 5 Jahren in diesen Arbeitskreis reingeschlittert, weil die örtliche Kreishandwerkerschaft irgendwie, ja, klappte nicht. Freue mich sehr darüber, bin auch, das wissen viele gar nicht, so stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter hier bei uns bei der Handwerkskammer. Aber mein Kollege und ich vertreten halt die sag mal, die betrieblichen Interessen oder spiegeln auch die Stimmung aus den Betrieben wieder. Ich greife da mal ein bisschen vor, Birte, du hattest das angedeutet, 2 unserer Preisträger, die wollen wir, glaube ich, demnächst nochmal akquirieren. Das sind dann halt nicht ganz kleine Betriebe, das sind etwas größere Betriebe, die vielleicht 100 oder 80 oder 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, wo wir uns durchaus vorstellen, dass da Interesse ist, dass jemand aktiv bei uns mitarbeitet. Aber unsere Schlagkraft, du hast das angedeutet, kommt auch daher, dass wir nicht zu groß sind, weil viele Köche und Köchinnen verderben vielleicht den Brei. Also wir sind sehr pragmatisch aufgestellt und irgendwie sind wir wie eine gut funktionierende Familie. Jeder übernimmt irgendetwas und wenn jemand mal nicht kann, dann sieht er sich nächstes Mal in der Pflicht, dann Aufgaben zu übernehmen. Die Kolleginnen und Kollegen vor uns, die haben ja schon beschrieben, wie so ein Wettbewerb organisiert wird. Bei uns läuft das ähnlich. Wir haben auch aufgerufen durch persönliche Ansprache der Betriebe. Wir haben durch soziale Medien Aufmerksamkeit versucht zu erreichen, um familienfreundliche oder Betriebe mit einer familienfreundlichen Personalpolitik auszeichnen zu können. Wir haben alle Handwerksunternehmen angeschrieben, aber das ist dann auch nicht immer so einfach. Und ich bin froh, dass die Kolleginnen aus dem tiefen Süden, die gefühlt noch aktiver waren als wir, auch nur 27 Bewerbungen hatten. Ich glaube, wir hatten so etwa 12. Da sind 2 oder 3 dann Bewerbungen aus einem anderen Landkreis gekommen. Die konnten wir dann halt nicht berücksichtigen, weil wir halt nur für diesen Landkreis Schleswig-Flensburg zuständig sind.
Wir hatten also 8, 9 Bewerbungen. Wir hatten mal früher einen relativ detaillierten Fragebogen, den haben wir ein bisschen gekürzt, weil wir die Zeit für die Unternehmen reduzieren wollten für die Bewerbung und hatten viel Platz für Freitext gelassen. Und da haben sich einige Betriebe sehr, sehr gut ausgetobt. Und wir haben dann auch diskutiert, ob wir in die Betriebe fahren, aber es war zeitlich für uns selbst bei 9 Unternehmen leider nicht möglich. Ist sicherlich eine Sache, die man diskutieren kann. Wir haben uns getroffen mit fast allen Mitgliedern und Mitgliederinnen und haben dann in 2 Stunden nach dem Ausschlussverfahren von diesen 9 Bewerbungen 5 Betriebe herausgefiltert und haben dann das als Grundlage für die Einladung genommen. Wir haben die Betriebe, die nicht prämiert werden sollten, auch nicht eingeladen. Wir haben auch vor 2 Jahren schon und auch jetzt wieder Betriebe gehabt, das sagten die Kolleginnen gerade eben auch, die haben halt Maßnahmen beschrieben, die nicht unbedingt direkt als familienfreundlich so zu kategorisieren sind, aber die ja indirekt ja doch irgendwie sehr kreativ sind und vielleicht indirekt auch auf der Familie zugutekommen. Und deswegen haben wir auch vor 2 Jahren einen Sonderpreis für besonders kreative Ideen vergeben. Und dieses Mal haben wir auch einen Sonderpreis vergeben für besonders gute Ideen. Wir haben diesmal ein Unternehmen auch gewählt, aus dem sozialen Bereich, die insbesondere in ihren Kindertagesstätten herausragende Ideen für ihre Mitarbeitenden geschildert oder eingeführt haben und wollten auch diesen Wirtschaftsbereich mal hervorheben, die ja in den Zeiten der Pandemie doch sehr, sehr gebeutelt waren. Aber wir haben dann 4 Betriebe ausgezeichnet. Wir haben keine Musik dabei gehabt, aber wir haben, glaube ich, auch eine richtig tolle Veranstaltung gehabt. Auch wir haben es geschafft, die Innenministerin von Schleswig-Holstein als Schirmherrin zu bekommen, die selbst, na klar, auch da war. Und wir haben es im Rahmen eines Frühstücks gemacht. Wir hatten tolle Laudatoren gehabt. Die Betriebe waren gerührt. Wir haben ehemalige Preisträger von vor 4 Jahren eingeladen. Ich glaube, 1 oder 2 sind auch gekommen. Und wir haben dann sozusagen, oder unser Ziel ist es, zum einen auch diesen Betrieben Wertschätzung zukommen zu lassen. Und das hat man auch an den Reaktionen gemerkt. Vor 2 Jahren konnten wir es leider nur persönlich in den Betrieben überreichen. Wir haben uns für eine Urkunde und eine kleine Plakette entschieden, die ich sehr, sehr gelungen finde. Da sind diese beiden auf der Folie oben rechts, sehen Sie so 2 Hände. Die sind auch mit drauf. Und als ich die vor 2 Jahren überreicht habe, es war ein Pflegeheim. Ich glaube, der hat fast geweint vor Freude, als er das in den Händen hielt. Ja, und wir haben es dann halt auch in die Presse bekommen. Ich glaube, also aus meiner Sicht, wir können noch mehr in die Presse bekommen, weil es ist nicht immer ganz so einfach, Presse dafür zu begeistern, die örtliche Presse. Filmbeiträge haben wir nicht bekommen, aber wir nehmen oder wir haben uns als Ziel gesetzt, auch im Nachgang jetzt mit unserem Budget, das wir dann auch irgendwie individuell wieder füllen von den einzelnen Trägern, Filme zu drehen über die Preisträger, um noch mehr Bekanntheit dieses Preises, der bei uns keinen Namen hat, zu erreichen, weil wir wollen schon gerne ein paar mehr Bewerber und Bewerberinnen haben. Ich kann noch eins zu der einen Frage sagen, wie viel, also dieses Thema Fachkräftemangel. Diese Veranstaltung, die war vor 3, 4 Jahren, das war gut besucht. Ich glaube, wir hatten so 50, 60, 70 Teilnehmende. Als nächstes Thema haben wir bei uns auch so ein bisschen für das Übergangsjahr
Frauen ins Handwerk oder Frauen in gewerbliche Berufe auf die Fahnen geschrieben. Ich organisiere oder nächste Woche findet eine ähnliche Veranstaltung statt. Es kommt nicht immer bei vielen Unternehmen so als Hauptthema an. Das ist leider so. Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch Frauen in gewerbliche Berufe ist nicht der Reißer für viele kleinere Unternehmen. Da sind wir gefordert, das ein bisschen schmackhaft zu machen. Ja, bitte. Ein Schlusswort. Hast du noch was? Ich fand wirklich ganz kurz, um auch den dritten Teil noch zu hören, ich finde die Frage spannend, was ist mitarbeiterfreundlich, was ist familienfreundlich, und ich würde auch mich wirklich noch weiter konzentrieren, nur auf Familienfreundlichkeit, auf besondere familienfreundliche Angebote, die nicht zu einem Standard gehören, die wir auch nicht mehr lobpreisen müssen, wenn sie eigentlich menschenfreundlich sind. Das so als Schlusswort. Ah, okay. Danke. Schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank zu Ihnen beiden. Das war sehr interessant. Dankeschön. Ich habe hier nochmal die Kontaktdaten. Man kann ja gerne auch Sie sicherlich einfach anschreiben, wenn es noch Fragen gibt. Die Frage aus dem Chat hat Herr Lausen versucht zu beantworten, dass es sehr gut angenommen wurde, der Thementag und die Messe. Und ja, vielen Dank und machen Sie weiter so. Schöne Grüße in den hohen Norden. Ich durfte ja mich davon überzeugen, wie schön es da ist. Genau, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben wollen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie noch irgendwelche Unterstützung brauchen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Hier ist nochmal die Telefonnummer eingeblendet und unsere E-Mail-Adresse, unsere Kontaktdaten, wo man uns erreichen kann. Und ansonsten wünsche ich allen jetzt noch eine etwas verspätet beginnende, gute, erholsame Mittagspause. Und vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch nochmal ganz besonderen Dank an die Bündnisse, die sich die Zeit genommen haben, hier zu referieren. Vielen Dank und schöne Grüße nach Detmold, nach Schleswig und Flensburg und nach Neustadt und Weiden in die Regionen. Ja, schönen Tag noch. Bis dahin.